Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman M. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt hier schon in der Extremliga und haben extrem gut abgeschnitten. Ja, wahrscheinlich stammt der Name daher. Ich glaube eher nicht, aber man kann ja mal hoffen. Wir haben jetzt im letzten Part nämlich schon fast das erste Rennen. Die erste Rennwelt komplett fertig. Und wir haben ein Rennen auch schon im allerersten Dingens geschafft. Meinte die erste Fightmap, hab's glaube ich falsch gesagt. So, wir haben irgendwie mit bisschen Glück und so das erste Rennen auch schon direkt geschafft. Ich glaube, hier brauchen wir ein bisschen mehr Glück, damit es nochmal gelingt auf der zweiten Map. Von wo geht's lang? What the fuck? Lol, das ist diese. Aber warum ist das eine letzte Map? Also halt im Finale quasi in der. Also das Finale ist ja gerade das letzte Rennen, würde ich mal behaupten, ne? Also so als Final Boss Battle würde ich das letzte Rennen bezeichnen. Mann, was ist das für ein Scheiß hier? Wie kann man gar nicht gescheit durchflowen, weil die ganze Zeit irgendwelche Kacke hier im Weg ist. Hat sich denn das schon wieder ausgedacht hier? Das ist doch Bullshit. So, was ist das für ein Scheiß? Ah, hier wird man erpresst, ich sehe es schon. Cool. So, was ist das hier für ein Bullshit? Hier hat irgendwie mal so komische Kanister, ich weiß auch nicht. Die gibt's in Rayman 2 jedenfalls nicht, oder ich habe sie nie gesehen, die weiß ich auch nicht. So, aber in mir kommen die nicht bekannt vor, vielleicht kennt ihr die ja. Ah, mit dem Schalter kann ich die Dinger hier bewegen, oder was? Aha. So, Dorn sind immer assi. Oh, ich werde die mehr passen. Dorn sind scheiße. Ich bin Zweiter aktuell, warum? Ah, Tilly ist vor mir. Ich dachte, einen riesigen Vorsprung, aber nein. Weil, warum hat Tilly da rumgebackt? Also bei mir ist Tilly da stehen geblieben. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ah, unbedingt hier lang gehen, Leute. Hier seid ihr ja viel schneller. What the fuck? Ist ja richtig nice. Wer geht denn da freiwillig den anderen Weg? Der dauert ja ewig. So, aber hier gibt es eben keine Möglichkeit, schnell durchzukommen, oder? Ja, also ein Pulupui werde ich dann mal schauen. Da brauchen wir sehr sicher. What the fuck? Ein Pulupui brauchen wir sehr sicher, die ganzen Abkürzungen und so. Das ist ja eigentlich immer so, ne? Also im Rennen kann man auch irgendwie anders durchkommen, aber ein Pulupui braucht man dann halt die ganzen Geheimtricks auf den Maps, weil man halt. Die Zeit brauchen Pulupui und dann in der Lum-Map liegen da halt überall die Lummen rum. Ja, also Pulupui und Lum sind eigentlich meistens relativ ähnlich. Also früher habe ich ja mal gemeint, das eine ist ja schwieriger als das andere, aber eigentlich ist meistens relativ gleich schwer. Weil das Ding ist, die Lummen sind halt an ähnlichen ähnlichen Orten versteckt wie diese Zeitteile in Pulupui. Und damit nützt sich das nicht so viel. Also in der Schwierigkeit ist es eigentlich relativ ähnlich. Deswegen sind die beiden Modi auch ziemlich ähnlich auf einer Map. Also wenn man den einen geschafft hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass man den anderen auch schafft. Und andersrum halt auch. Nö. So, und hier ist das Rennen irgendwie extrem entspannt, habe ich das Gefühl. Also die Comms sind dauerhaft hinter mir eigentlich, ja, kann man schon sagen. Das ist halt echt nice und damit haben wir das Rennen eigentlich geschafft, oder? Jo, das war irgendwie einfach. Also einfacher als das erste Rennen, tatsächlich. Schön. Aber die Rennen waren nie eigentlich das Problem, ne? Die Rennen haben wir meistens auch in der Expertenliga direkt im ersten Versuch geschafft oder am zweiten. Ja, schön. Freut mich. Dann machen wir weiter auf der ersten Map mit Capture the Fly. Schließt man das gleich mal zu 100% ab. So, Capture the Fly hieß, wir müssen uns den Lum holen und lang genug überleben. Habe ich schon mal nicht geschafft. nice. Gerade teilen sich die Computer die ganze Zeit den ersten Preis. Das finde ich gar nicht gut. Komm, gib mal ab, Klingbart. Alter, ich krieg den jetzt den gar nicht, oder was? Leute, ich will's auch haben. Ich darf nicht. Jetzt sind die Comms hier besser geworden. Das war doch mal der leichteste Modus früher. Jetzt habe ich es mal. Alter, das hat aber ewig gedauert. So, bei dem Modus war ja einfach immer das Ziel, die Comms zu verarschen, ne? Oh, klappt das immer noch? Nee, schade. Hätte mich auch gewundert, also dass es in der Extra-Liga nicht mehr klappt, hätte ich mir denken können. Oder? Ja, wir versuchen unser Glück. Ja, es klappt schon so ein bisschen.
Ja, das Schwierige ist, dass man das Ding erstmal kriegen muss. Aber sobald man es einmal hat, geht's eigentlich voll klar. Ihr seht's ja, man kann die halt echt ganz gut verarschen, die Computer. Ah, ich finde das so episch in dem Modus. Ich liebe es einfach. Oh, nochmal nach oben. Kommt ihr mit? Ne? Okay, ich gehe wieder da runter. Und ich habe gewonnen. So nice. Vor allem das Ding ist, es ist eigentlich voll schwierig, das Ding, ja, dieses, die Fly quasi, den Computer abzuluxen. Aber es ist halt voll einfach, das irgendwie zu behalten. Also das, ich weiß nicht, der Modus war irgendwie noch nicht schwierig. Schön. Dann machen wir weiter mit Lumspring, einem vergessenen Teich ist es da. Oh, nice, das ist hier, also die Maps, die gefallen mir echt richtig gut, muss ich mal sagen. Ah, das war der Modus. Ich vergesse mal, was die Modi sind. Weiß nicht, Kampf ist irgendwie immer so, das schafft man meistens sofort, deswegen ist eigentlich keiner besonders fast. Ich finde eigentlich alle Kampfmodi ganz gut, muss ich sagen, ja, also da hat es jetzt keinen. Die sind auch alle relativ, nicht ähnlich, sondern relativ verschieden. So, jetzt muss man da rüber. Mann. Aber vom Kampf her mag ich den Modus am wenigsten, weil der irgendwie am unfairsten ist. Finde ich. Ja, komm. Oh Mann. Spawn direkt vor den Gegnern, na klar. Alter, der Kingbot hat schon 4. Ja, ich kann direkt neu starten. Alter, was ist das denn? Mann, der Modus ist echt kacke. Ich hasse das. Ich finde das irgendwie voll unfair. Mann, hau doch mal ab, Globox. Natürlich habe ich es nicht bekommen. Was für eine Frage. So, es ist doch irgendwo hier unten. Fuck you, Klingma, das ist meins. So, gleich nochmal. Das war jetzt lucky. Einmal in meinem Leben. Ah, nice. Okay, nochmal. Hä, hey, wo ist es denn? Ah, da oben. Ja, das hat Lowbox wahrscheinlich. Ja, hat Lowbox. Dann schauen wir, ja, wo das nächste spawnt. Da oben hat Lowbox auch schon wieder. Ah, Mann, hör doch mal auf, mich zu treffen. Mann, Klingbart! Spast, ey. Oh, er macht so aggressiv, der Modus. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil man die ganze Zeit so gestunt wird. Ich hab's jetzt geschafft. Ich meine, es ist jetzt nicht so schwierig, aber ich finde ihn immer am nervigsten irgendwie. Ich weiß nicht. Ah, dieses Stunnen. Na, der Modus gefällt. Also, er gefällt mir auch. Ich bin jetzt kein Modus schlecht, aber ich finde den am wenigsten gut. So, das hier ist der geilste Kampfmodus auf jeden Fall. Das ist auch immer am spannendsten. Das finde ich echt geil. Ja, mit vielen Computern macht es immer am meisten Spaß. Einfach nur draufballern kann und ich habe rote Panzer quasi, die hinter mir sind gerade. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Hallo, kannst du mal weggehen? Warum habe ich den Scheiß? Oh, Bombe, Bombe. Will irgendjemand die Bombe haben? Ja, dann sterb wenigstens. Ja, okay. Ich habe einen Punkt bekommen. Wenigstens ein was. So, ich habe Schutzschild. Das ist nice. Ja, es gibt halt eigentlich auf den meisten Maps jetzt immer ein goldenes Item. Und da gibt es dann halt so richtig geilen Stuff. Wie diesen Wurm und so, der halt Insta-killt. Aber den muss man halt erstmal finden. Und ich finde den irgendwie nie. So, was habe ich? Okay, Fake-Item. Fällt eh keiner drauf rein. Der Globox hat mir schon sehr ein bisschen viele Punkte. Okay. Globox gekillt. Sehr stark. Na, es gibt meistens so einen Kommentar, dem muss man echt ein bisschen Acht geben. Nice, Alter. Oh, war das bitter für den. Habt ihr das gesehen? Der ist direkt vor mir gespawnt. Also. Ich habe ihn halt abgeschossen. Oh, das war so bitter für den. Scheiße, war das bitter. Oh Mann, das war richtig geil. Okay, Tilly haben wir auch noch mal geholt. Sehr schön. Ja, es läuft doch wieder. So, jetzt nochmal halt Lowboxen, dann haben wir es geschafft. Ja, den haben wir. Wo ist der denn? Komm her, Mann. Sehr schön, also der Modus, den mag ich echt am meisten, also sehr schön, also ich finde da echt alle Kampfmodi nicht so schwierig, aber ich finde halt,
Ja, das macht einfach Spaß, der Kampfmodus, weil der ist voll abwechslungsreich. Das ist einfach geil, ja, der ist richtig cool. Ich mag den. Echt, ich mag den total gerne. Oh, das ist ja das Finale, deswegen würde ich sagen, das Finale machen wir erst ganz zum Schluss. Oder? Ach komm, scheiß drauf. Das Finale. Wir sind hier im Finale von Rayman M. Ja, ich meine, es gibt ja nicht wirklich einen Final Boss. Es ist halt eine ganz normale Map, ein ganz normales Rennen wie jedes andere. Da ist jetzt nichts Besonderes dran. Außer, dass es wahrscheinlich besonders schwierig ist, aber spricht ja nichts dagegen, dass wir es jetzt machen. Nö. Lol. Ah, da ist ein Umkehrfeld. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh, wie gemein ist das denn? Oh. Das ist ja richtig fies. Hab gedacht, da ist irgendwie so eine Sperre oder sowas. Hab gar nichts gecheckt. So, das Level heißt übrigens Elektrofinale. Und ich glaube, der Name spricht für sich, wie ihr sehen könnt. Alter. Und ich bin, glaube ich, letzter. Ja, nice. Ich kann wahrscheinlich direkt neu starten. Oh, das scheint schwieriger zu sein hier. Boah, Alter, die Map ist aber auch der Obershit, du. What the fuck? Jetzt geht's. Alter, die Map ist ja mal übel schwer. Auf jeden Fall die schwerste Map bisher. Aber ich glaube, das war zu erwarten, ne? Also die Map. Wow. Wirklich, wow. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die ist ja wirklich unglaublich schwierig. Hat so viele Fallen und da gut durchzukommen, das wird lange dauern. Ich will gar nicht wissen, wie schwierig Pulu Pui hier wird. Ja, das wird der letzte Pulu Pui-Modus auf der Map sein, den wir machen müssen. Ja, warum? Ganz einfach, weil in der Bonusliga gibt es kein Pulu Pui mehr. Da gibt es irgendwas anderes, was wahrscheinlich noch schwieriger ist, aber kein Pulu Pui. Ja, also, wenn wir das geschafft haben, haben wir den letzten Pulu Pui-Modus im Spiel geschafft. Geil. Okay, wenn man hier so durchgeht, dann geht's eigentlich ganz gut. Aber ja, das Rennen ist hier wirklich brutal schwierig auf der Map. Aber wahrscheinlich, wenn man die Map auch ein bisschen kann, die überschlägt mich jetzt ja auch nur, weil die halt echt sehr schwer ist. Ich glaube, dann geht es voll okay. Ey, fuck you, Tilly. Aber das wäre dann das erste Rennen, was wirklich schwierig ist. Ich meine, das ist ja auch okay fürs Finale, denke ich. Kann man bestimmt hoch, ja, kann man auch. Ich habe hier mal irgendwo einen Glitch auf YouTube gesehen, den es gibt. Ja, ah ja, hier. Okay, ist es ja eigentlich schneller, wenn man auf die Dinger drauf geht oder nicht? Oh, ich war zerquetscht, glaube ich. Nee, Glück gehabt. Jetzt. Ich bin tatsächlich Zweiter, ich weiß nicht wie, aber Erster wäre natürlich geil, aber Erster kriege ich nicht hin, das weiß ich jetzt schon. Weil es übelst schwer ist. Boah, der Pulu Pui wird so hardcore, Leute. Na, wahrscheinlich ist hier runterfallen schneller oder halt oben perfekt durchskillen, aber das kriege ich nicht hin. Jetzt bin ich gleich letzter, ja, ich weiß. Es ist halt schwierig. Ich kann es halt nicht. Es ist einfach eine schwierige Map, ja, aber wie gesagt, fürs Finale habe ich nichts anderes erwartet von dem Game. Ich meine, der erste ist endweit weg. Alter, wie vielleicht ist denn der erste weg? Ja, der macht wahrscheinlich alles perfekt, der Computer. Da mache ich, wenn ich noch ziemlich weit entfernt von alles richtig machen. Müssen wir aber wahrscheinlich fürs Pulu Pui. Da muss dann schon alles stimmen. So, letzte Runde. Aber ich werde, glaube ich, besser schon langsam, oder? Oder nicht? Ach komm schon, Leute. So schlimm bin ich doch gar nicht, oder? Also, es wird doch besser. Oh Mann, aber hier bin ich echt noch sau langsam. Ich glaube, da kann man überall ganz schnell durch. Wenn man sich richtig anstellt. Und ich habe den Klingelbot ganz vorne gesehen. Also, der ist wirklich ganz vorne. Und ewig weit weg von mir. Weiß aktuell auch überhaupt nicht, wie ich den einholen soll. Hallo, jetzt gehen wir lang. Also, ich glaube, hier verliere ich immer extrem viel Speed auf der Zeile gerade. Ja, da holen mich die Kombos immer ein. Aber ich weiß nicht, was ich da anders machen soll, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung.
So, was ich hier. Da gibt's bestimmt auch irgendeinen schnellen Weg, oder? Hm. So, also hier ganz klar den Weg nehmen, ne? So, ja, der erste ist schon im Ziel. Ja gut, es ist extrem schwer. Ich werde dem Ganzen noch einen Versuch geben. Aber ansonsten müssen wir das halt in einem anderen Part mal genauer anschauen, wie das funktioniert, ne? So, der Klingbach-Bot ist anscheinend der stärkste. Dann schauen wir uns nochmal an, was der macht. Okay, der geht jetzt hier geradeaus. Nochmal und nochmal. Und dann geht er ja nicht da hoch, wie ich. Der ist ja jetzt schon vorne, Mann. Wie soll man den denn einholen? Der ist ja jetzt schon weg, Mann. Wie soll ich den denn einholen, wenn der so schnell ist? Spiel. Sei nicht so schwierig. Okay, also hier ist der Bot auf übelst schwer eingestellt. Ich sehe es schon. Okay, jetzt habe ich das ja auch mal geschafft. Aber jetzt kommt halt die Stelle, wo ich noch gar keinen Plan habe, wie man schnell durchkommen soll. Einfach hier, Alter. Aber wie soll man das denn machen? Okay, ich bin immer noch vor Klingenbart, aber nicht mehr lange. Aber jetzt kommt die Stelle. Und hier kann der halt oben lang gehen, weil der am PCOM ist und da halt durch Computer richtig schnell durchspeeden kann. Das kann ich leider nicht. Der ist ungefähr auf gleicher Höhe, aber auf der Seite jetzt wird er schneller sein. Oder? Na, ich bin glaube ich aktuell noch vorne, aber jetzt kommt halt der Scheiß. Und jetzt wird er mich überholen. Ja, jetzt ist er vorne. Ja, hier verliert man extrem viel Zeit. Seht ihr, jetzt ist er ganz schön weit vorne. So, warum spawnt hier nichts? Nice, er hat sich irgendwie aufgehalten oder so, keine Ahnung. Nein, du asozialer Spaß, hör doch auf. Mann, der hat die Richtung geändert, das war richtig scheiße. So, und das ist auch kacke hier die Stelle, die ist richtig scheiße, die ist richtig scheiße. Komm, geh hoch. Ja, und der geht natürlich oben lang, war klar, oben ist viel schneller, ihr wisst Leute, ihr habt es ja gesehen. Ja. Ein Versuch noch, komm. Ah, das ist ein forderndes Rennen, das ist sehr fordernd. Ach, Tilly, mach die Scheiße doch nicht immer zu, du behinderter Schwurm. Ich sag nichts. Ich denke, Kerl hasse manchmal. Mann, wie dumm ist denn der? Warum macht der das denn wieder zu? Der will doch da selber lang gehen. Ist das gay? Dann gehe ich halt hier lang, wenn Tilly zu dumm ist. Ganz im Ernst. So, also hier komme ich jetzt mittlerweile perfekt durch. Das ist auch notwendig, wahrscheinlich. Hm, das war schlecht, das war richtig schlecht. Damn it, gib Gas. Okay, bin ich ganz gut durchgekommen. So, jetzt muss ich hier oben lang und unbedingt oben bleiben. Ich will zumindest mal den Weg oben anschauen. Ja, seht ihr mal, wie gestört der ist. Der kommt da überall perfekt durch. Ey, die können doch nicht erwarten, dass ich da perfekt durchkomme. Wisst ihr, wie schwierig das ist mit dieser schwammigen Steuerung? Ach, das ist doch nicht mal alles. Alter, wie soll das denn gehen? Das ist gestört, das ist richtig gestört. Also, nee, das kann mir keiner erzählen. Was ist denn das? Mach auf! Klingbart, du Assi, lass das doch mal! Nee, also da kommt man... Nee, das kann ich nicht. Schaut mal, der, das ist... Der geht da überall perfekt durch. Ey, da fällt man hundertprozentig irgendwo runter. Ey, das ist sau schwer mit dieser... Also das ist so eine schwammige Steuerung, wenn man da oben lang rutscht, deswegen... Ich glaube, ich habe in der Vergangenheit auch schon manchmal so Stellen, wo man das machen musste, ne? Ich habe das nie hinbekommen, weil es sau schwierig ist. Nee. Aber man muss das machen, sonst kriegt man den nicht eingeholt, ihr seht es ja. Der holt da so viel auf, weil der halt oben schneller ist, weil da halt keine Hindernisse sind. Und danach die Stelle, die ist halt vor aufholt, ne? Also hier oben holt er gar nicht mal so viel auf, wenn man unten lang geht. Aber die Stelle danach, da holt er so viel auf, das ist nicht witzig. Ja, das muss ich halt extrem viel üben. Dann haben wir da vielleicht irgendwann mal eine Chance. So, und wie geht das hier? Aha. Ach so.
Genau, was man sich jetzt halt spart, ist den Weg hier hoch. Und das ist halt extrem gut. Aber seht ihr, der Klingon ist schon wieder am Ende der Welt. Weil er einfach so gestört ist und hier so schnell durchkommt. Ja, also das wird lustig, Leute. Das da kann ich euch schon versprechen. Das wird ganz lustig. Da werde ich auch ewig für brauchen, bis ich das hinbekommen habe. Also Elektrofinale vollkommen übertrieben. Wie zu erwarten, natürlich. Wie zu erwarten. Jo, aber für heute soll es gewesen sein. Im nächsten Part fangen wir dann an mit dem Rennen hier vielleicht nochmal. Vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir auch weiter hier mit dem Pulupuli-Modus im ersten oder im zweiten Rennen. Aber das ist ja wirklich richtig gestört. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Rayman M. Bis dann, haut rein!